Jausen, heute geht es um das Thema GIFs bei Instagram und wie du ein eigenes GIF bei Instagram reinbekommst. Das Ganze erklärt dir mein Kumpel und Kollege Flo. Das kommt nach dem Intro. Bis dahin lass schon mal einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal, mach die Glocke an. Jeden Sonntag um 12 gibt es hier ein neues Video. Und am Ende des Videos gibt es natürlich auch immer ein Shoutout an eine Person, die hier immer sehr, sehr aktiv ist. Und wenn du auch mal ein Shoutout haben möchtest, kommentier einfach mal drunter Shoutout und nach dem Intro siehst du Flo und zum Outro wieder Moa. Gut. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Yo, ich bin Flo und ich zeige dir jetzt, wie du deine GIFs in die Instagram Stories bekommst. Als erstes gehst du auf giphy.com und erstellst dir einen Account. Ganz wichtig aber, ein Artist- oder Brand-Account und keinen normalen Account, das findest du einfach direkt darunter. Danach musst du einfach 5 GIFs hochladen mit transparentem Hintergrund und da ich selber nicht wusste, wie man das macht, bin ich dann auf die Seite easegifs.com gegangen. Da kannst du einfach den schwarzen Hintergrund wegmachen lassen und dann ist es transparent. Danach habe ich den Support angeschrieben, weil man einen Verifizierungshaken braucht, also diesen kleinen blauen Haken, damit die GIFs dann auch in die Stories kommen. Und mir wurde gesagt, dass wir dafür ein paar Klicks brauchen, also schick die GIFs einfach schnell an ein paar Freunde, die dann einmal draufklicken und dann sollte das funktionieren. Bei uns hat der Verifizierungsprozess ein paar Tage gedauert. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt ist, ob das vielleicht schon schneller geht. Aber wenn du dann verifiziert bist, gehst du einfach auf die GIF-Suche bei den Instagram Stories und gibst @ und dann deinen Giphy-Namen ein. Denn dann erscheinen all deine GIFs geordnet und du findest sie schnell. Noch 2 Tipps zum Ende. Zum einen muss dein GIF FSK-frei sein, also ohne Altersbeschränkung. Und du solltest darauf achten, dass du gute Tags setzt, wonach Leute suchen, denn sonst findet es keiner und es benutzt dann auch keiner. Yo, danke Flo an der Stelle. Ich möchte aber noch eine Sache dazu sagen. Es muss natürlich auch Sinn machen, ein GIF da reinzustellen. Und deswegen musst du dir das vorher überlegen, ob das für dich und dein Unternehmen oder für dich als persönliche Marke überhaupt Sinn macht. Und ich hoffe, ich kann das verständlich erklären. Ich hatte mal jemanden bei mir im Workshop von der Kreativagentur und die haben GIFs rausgebracht und sind damit, glaube ich, in Deutschland mittlerweile unter den Top 3 der GIF-Anbieter. Und für sie als Kreativagentur ist es natürlich ein total geiler Case, den Kunden zu zeigen, ey, pass mal auf, wir wissen, wie man GIFs reinmachen kann bei Instagram. Plus, wir wissen, auf was die Leute anspringen. Weil die haben halt eben GIFs, die sehr, sehr viele Leute nutzen. Die sind nicht gebrandet mit irgendeiner Marke oder so, sondern einfach nur dafür da, dass Leute geil damit spielen können. Das ist für die Agentur natürlich geil. Wenn du eine Marke bist, würdest du natürlich gerne lieber dein Logo drin haben. Jetzt ist die Frage, bringt das was, dein Logo da reinzustellen? Ja, einerseits schon, weil du selber kannst dann endlich dein Logo als GIF da drin benutzen. Aber suchen die Leute nach deinem Logo? Natürlich nur, wenn du irgendwie einen Brand hast, wo die Leute gern das Logo zeigen. Ansonsten bringt das Logo mehr dir, ja, um deine Sachen mit einem Logo zu versehen, damit die Leute wissen, dass es von dir kommt, als es den Leuten wirklich draußen bringt. Wenn du als persönliche Marke wichtig bist, ja, dann macht es vielleicht auch Sinn, dich einfach selber zu zeigen, aber das klugerweise mit Dingen zu verbinden, nach denen die Leute suchen. Wenn du jetzt nicht Usain Bolt bist, dann suchen die Leute wahrscheinlich nicht nach deinem Namen, sondern die suchen nach Dingen wie Swipe Up. Und wenn du dann die Person bist, mit deiner Fresse, die persönliche Marke, die unter Swipe Up, unter dem Tag Swipe Up eigene GIFs hat, wo man zum Beispiel so macht, nach oben oder schickt mir eine Nachricht und man macht so und zeigt auf diesen Nachrichten Button unten, dann macht es auch wieder Sinn, weil du platzierst dein Gesicht in einem Rahmen, wo Leute danach suchen. Also ich hoffe, du hast es verstanden. Ansonsten schreib mir nochmal bei Instagram, dann sage ich dir da nochmal Bescheid. Bis dahin, abonnier den Kanal. Jeden Sonntag um 12 Uhr gibt es ein neues Video. Mach die Glocke an, dann verpasst du nichts mehr. Und kommentier mal drunter, wenn du einen Shoutout haben willst. Und diese Woche geht der Shoutout an eine Person, die ich mir jetzt mal gerade hier raussuche. Kommt mal mit, ich schwitze eh. Haben wir noch Schärfe? Shoutout der Woche geht raus an Mr. Kennedy. Er hat geschrieben, kriege ich einen Shoutout bitte. Und bei Instagram heißt er @mihihai. Egal, wir schreiben es rein. Shoutout an dich. Wir sehen uns wieder. Peace.